Okay, dann schauen wir uns jetzt den dritten und letzten Teil für dieses Geburtstagsbeispiel an. Und ja, dabei wollen wir berücksichtigen, dass nicht in jedem Monat gleich viele Kinder geboren werden. Das heißt, dass nicht gleich viele Kinder, gleich viele Personen Geburtstag haben. Wir werden dabei einfach heranziehen die folgende Tabelle. Und ja, so, das ist eine Statistik des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg. Die sagt, okay, im Juli werden am meisten Kinder geboren und am wenigsten im Februar. Zunächst mal am wenigsten im Februar, das ist nicht besonders überraschend, ne? Der Februar hat auch die wenigsten Tage. Aber es sind offensichtlich unverhältnismäßig weniger Kinder im Februar als zum Beispiel im Juli und August. Das heißt, das müssen wir berücksichtigen. Warum erwarten wir, dass das unser Ergebnis ändern wird? Naja, die Begründung ist einfach, nehmen wir mal an, es hätten alle im selben Monat Geburtstag. Dann wäre es offensichtlich schon nach zwei mit 32 Personen im Raum müssen dann zwei tatsächlich zum selben Zeitpunkt Geburtstag haben. Das heißt, je mehr sich die Geburten konzentrieren auf irgendeinen bestimmten Bereich, vielleicht auf irgendeinen bestimmten Monat, umso wahrscheinlicher ist es, dass zwei Leute gleichzeitig Geburtstag haben. Okay, gut, also diese Zahlen wollen wir irgendwie berücksichtigen und da gehen wir mal zurück in unseren Ansatz von vorhin. Und in diesem Ansatz war es so, da hatten wir einfach angenommen, alle haben zum gleichen Zeitpunkt Geburtstag und das haben wir da schon durchgerechnet. Ich nehme dieses alte Beispiel hier wieder mit. Was mir gerade aufgefallen ist, ich hatte eigentlich angekündigt, besonders schön ist es, dass man hier die Formeln und Code mischen kann und habe das dann anschließend nicht genutzt. Das möchte ich also jetzt nochmal zumindest ein bisschen tun. Das heißt also, ich möchte unter diesem Codefragment hier vorne einmal etwas einfügen. Und zwar, ich möchte da schreiben, was tatsächlich diese Routine darunter macht. Und im Grunde gleichzeitig führt unser Experiment durch. Das heißt also, ich könnte hier mal schreiben, gleichzeitig. Ach so, und es soll ein Kommentar sein. Das heißt, ich würde das hier auch als ein Markdown markieren. Markdown ist einfach nur Kommentar. Gleichzeitig rechnet oder führt unser Experiment durch. Experiment durch. Mit n Personen, ups, geschrieben. So wahnsinnig schnell in einem Raum. Okay, und außerdem, wie haben wir das gemacht? Na, im Wesentlichen genauso, wie man sich das vorstellt. Es werden n Geburtstage zufällig erzeugt. Sortiert, dann wird getestet, ein Doppelter sich dabei befindet. Wenn ja, wird 1 zurückgegeben und 0. Das ist einfach für mich, wenn ich das mir später nochmal anschauen will, dass ich das noch im Kopf habe. Und ich lasse das wieder laufen und dann formatiert er das mir ein bisschen schön. Okay, ja, okay. Dann lassen wir das Ganze hier n mal laufen. Da unten, auch das verdient durchaus einen kleinen Kommentar. Das heißt, wir setzen da unten wieder was dran. Wir markieren das als Kommentar. Und so. Wir führen das Experiment n mal durch und berechnen die Rate, also die Erfolgsrate praktisch,
Anzahl der Doppelgeburtstage. Durch n, ja. Okay. Das soll uns hier einfach mal reichen. Das ist wieder laufen. Und dann formatiert er uns das wieder. Und was wir hier unten gemacht haben, ist, wir haben das verglichen mit den Sachen von Christian Schmeiser. Das heißt also, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben verglichen mit der Formel. Schmeiser. Und da möchte ich jetzt einfach mal die Formel angeben. Und wer von Ihnen Pech kann, das kann man hier halt direkt mit einfügen. Ich mache das jetzt einfach nur, müssen Sie natürlich nicht tun. Und in meiner Formel steht hier w gleich 1 minus 365 hoch, ja, hier steht jetzt minus 30, ich schreibe mal minus n, n Personen im Raum befinden, mal das Produkt von j gleich 0 bis n minus 1, 365 minus j. Ja, und das gibt insgesamt, vielen Dank, immer rausgehen. Ja. Meine Frau möchte sich auch eben vorstellen. Wunderbar. Okay, gut. Das ist die Formel aus dem Ding von Schmeiser und in TechCode hingeschrieben. Und da gucken wir auch wieder, was daraus wird, wenn wir das laufen lassen. Und ja, das habe ich offensichtlich falsch gemacht. Also gucken wir uns das nochmal an. Ich klicke das einfach doppelt an. Habe ich gedacht, jawohl. Und ja, da habe ich einen Unterstrich hier vorne vergessen. Und dann lassen wir das nochmal laufen. Und dann ist das genau die Formel, die Schmeiser auch angibt. Das ist das, was wir dann hier unten auch genau so implementieren, bis auf die Tatsache, dass also 365, das habe ich da vorne mit reingezogen, das Teilen durch 365 hoch n. Ja, und dann haben wir tatsächlich was verbraucht. Okay, dann haben wir das sogar noch schon formatiert. Und jetzt wollen wir berücksichtigen diese Zahlen, die wir vorhin hatten. Und dafür müssen wir natürlich diese Wahrscheinlichkeiten irgendwie erstmal übernehmen in unser Programm. Und ich habe die schon mal sicherheitshalber so ein bisschen vorbereitet hier. Das heißt, habe ich gedacht, ja, da ist es. Und zwar habe ich zwei Arrays mir definiert. Und zwar P-Monat und Tagemonat. Das eine ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Monat die relative Häufigkeit von Kindern, die geboren werden, in einem Monat. Und das andere ist die Anzahl der Tage in einem Monat. Und das möchte ich hier oben einfügen. Unterhalb dieses Kommentarfelds, sagen wir mal hier und unterhalb dieses Felds. So, und da setze ich das ein. Das habe ich einfach vorbereitet. Und das sind genau die Zahlen, die Sie vorhin gesehen haben. Und mit denen werden wir gleich ein bisschen was machen. Okay, zunächst mal möchte ich also wieder ein Kommentarfeld einfügen. Und in dieses Kommentarfeld schreibe ich rein, was das ist, was ich da eingefügt habe. Das sind nämlich Angaben über Geburtshäufigkeiten dieser Webseite, damit ich auch später weiß, wo das Ganze überhaupt herkommt. Okay, gut, also lasse ich das laufen. Und jetzt wollen wir erstmal gucken, stimmt das überhaupt, was ich da eingefügt habe. Und zwar wollen wir ein paar Sachen damit machen. Ich füge hier mal ein zusätzliches Feld ein. Und ich gucke mal, also die Summe der Monatstage, also Tage pro Monat, die sollte sich eigentlich auf 365 addieren. Da sehen wir hier Januar, Februar, März, das scheint irgendwie zu stimmen. Aber ich summiere die mal alle auf und dann sollte da 1
sollte da 365 rauskommen. Und ja, das geht nicht, weil ich das NP davor vergessen habe. Und hoffen, ja, das ist 364. Das heißt also, offensichtlich habe ich mich irgendwo verschrieben. Und da sehe ich schon hier vorne, der Januar ist natürlich falsch. Der Januar hat 31 Tage. Ich muss das wieder aktivieren, nachdem ich es geändert habe. Ich aktiviere das hier unten auch. Und dann sind es jetzt 365 Tage. Okay, schön, wenn man den Fehler macht. Dann können wir es direkt nochmal sehen. So, wie sieht es aus mit den Wahrscheinlichkeiten pro Monat? Also es sind ja die durchschnittliche Geburten pro Monat, also relativ, sollte sich in Prozent, sollte sich also alles zu 100 aufaddieren. Und stellen wir auch das fest. Das heißt also, wenn wir diese ganzen Monatswahrscheinlichkeiten, die da auf der Webseite angegeben waren, wenn wir die addieren, dann sollte 100 rauskommen, ja, 100%. So, und lassen wir auch das laufen. Und das ist tatsächlich 100,2. Und das ist tatsächlich deshalb, die haben natürlich nicht die exakten Zahlen da angegeben, sondern die haben gerundet, die haben manchmal hochgerundet, manchmal runtergerundet. Und ja, wir haben jetzt diese 100,2, was Besseres haben wir nicht. Es sollten aber 100 rauskommen und deshalb teile ich das Ganze einfach mal durch 100,2 und dann müsste es ja eigentlich korrekt sein. Dann müsste zumindest mal 100 rauskommen. Also können Sie mit guter Begründung sagen, dass das ja überhaupt keinen Sinn macht. Aber was Besseres haben wir eben halt nicht. Ja, und ich lasse das wieder laufen hier. Und jetzt machen wir das hier nochmal, zählen wieder, wie viel drin ist. Und jetzt ist es tatsächlich, ja, ach so, ja, jetzt ist es ich wollte natürlich nicht durch 100,2, sondern durch 1,02 teilen, 1,002 teilen, Entschuldigung. Ja, aber wir sehen, das macht überhaupt nichts, wenn man hier mal was falsch macht. Sollte 100 rauskommen. Kommt immer noch nicht 100 raus. Womit habe ich mich jetzt nochmal verschrieben? Oder ist das jetzt ein Rechenfehler? Ich glaube, es ist einfach ein Rechenfehler. Lass uns mal gucken. Jawohl, das war 0,002 war richtig. Warum kommt tatsächlich, ja, das ist auch eine schöne Sache, warum kommt denn jetzt hier nicht 100 raus? Ja? Also wenn ich das jetzt hinschreibe, ich habe das vorher kam 100,2 raus, jetzt habe ich praktisch durch 1,002 geteilt, dann muss da 100 rauskommen, kann man sich sofort ausrechnen. Tatsächlich kommt raus 99,999 und das ist so eine Sache, die wir sehr stark in der Vorlesung uns anschauen werden, nämlich Rechner haben offensichtlich Fehler und wie muss ich mit diesen Fehlern umgehen, damit sie mir das Ergebnis, was ich am Ende rausbekomme, nicht total verfälsche. Ja, okay, das ist also Rechner rechnen falsch, das können wir, das ist nun mal so. Okay, gut, jetzt haben wir also diese Geburtswahrscheinlichkeiten und jetzt müssen wir uns überlegen, wie bringen wir diese Geburtswahrscheinlichkeiten rein in unsere zufällige Erzeugung eines Geburtsdatums. Und das Ganze ist mächtig fummelig und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Sie sonst drauf gekommen wären, aber ich zeige es Ihnen hier einfach mal, einfach um Ihnen noch zu zeigen, ja, man kann hier tatsächlich Ergebnisse jetzt erzeugen, die man sonst mit Papier und Bleistift oder auch durch analytisches Rechnen tatsächlich nicht hinbekommen hätte. Ich weiß, man kann es hinbekommen, auch durch analytisches Rechnen, aber das Durchführen dieses Experiments wird am Ende wesentlich einfacher sein. Naja, also zunächst mal erzeugen wir nicht diese 365 Geburtstage, sondern wir erzeugen uns zunächst mal den Monat, in dem jede einzelne Person tatsächlich Geburtstag hatte. Wir wissen ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Monat auftaucht. Das heißt, wir